Und da steht da schon, der Lutz. Und es ist keine Kriegsfotografie, was wir jetzt sehen, sondern man darf sagen Reisefotografie. Begeisterte Fotografie eines Fachmanns, der für euch die schönen Seiten von Syrien eingefangen hat, die ihr vielleicht vorher so noch nie gesehen habt. Syrien, ein Land ohne Krieg. Wir sind sehr gespannt und total froh, dass du heute hier bist. Ich danke dir. Danke, Nadine. Ja, Nadine, vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid und ich freue mich auch sehr, hier auf dem Berlin Travel Festival sein zu dürfen, um euch von einem Land zu erzählen, das man vielleicht derzeit nicht unbedingt gerade mit Travel, also mit Reisen in Verbindung bringen mag, weil man natürlich derzeit nach Syrien nicht reisen kann. Aber Syrien war ein wunderbares Reiseland und ist es in Teilen immer noch und wir hoffen natürlich mal die Zeit oder für die Zeit nach dem Krieg, dass man dann wieder durch dieses schöne Land reisen kann. Und deswegen wollen wir aber heute mal gemeinsam durch dieses Land reisen, durch Syrien. Und man muss natürlich trotzdem sich im Jahre 2019 die Frage stellen, wie spricht man über ein Land, das sich seit nunmehr 8 Jahren in einem fürchterlichen Krieg befindet? Und ein Land, über das wir im Allgemeinen relativ wenig wissen. Ich kann schon sagen, dass ich Syrien ganz gut kenne. Ich kenne zumindest Syrien schon ziemlich lange. Ich war nämlich vor über 25 Jahren, also 1993, zum allerersten Mal in Syrien. Ich bin ja, wie man so schön sagt, von Haus aus Islamwissenschaftler und Historiker. Ich habe überwiegend mein Studium in Hamburg verbracht, aber eben auch eine Zeit lang in Sanaa im Jemen und eben auch in Damaskus in Syrien. Vom Beruf her, Nadine hatte schon gesagt, bin ich Fotojournalist und Autor. Ich reise im Auftrage verschiedener Magazine und Verlage durch die Welt. Ich schreibe darüber, ich fotografiere das Ganze und dafür bekomme ich auch noch Geld. Also ich sehe die Welt und werde dafür bezahlt. Also ein absoluter Traumjob. Aber deswegen kann ich sagen, dass die vielen Reisen, die ich seit rund 20 Jahren durch die Welt mache, kann ich jetzt unterm Strich schon sagen, dass mich kaum ein Land so sehr fasziniert und vor allen Dingen die Begegnung mit den Menschen so sehr beeindruckt hat, wie meine Reisen durch Syrien. Und deswegen möchte ich mit euch heute Nachmittag also ein bisschen gemeinsam die Tür aufstoßen. Wir wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, denn es ist schon klar, wenn wir heute an Syrien denken, dann haben wir ja vor allem ganz bestimmte Bilder vor Augen und das sind in allererster Linie Bilder wie diese hier. Solche Bilder kennen wir aus den Medien, das sind die Bilder eben des Kriegs, der Zerstörung, des Terrors und natürlich auch des Leids und des Todes. Aber um dieses Syrien soll es ja heute Nachmittag hier gar nicht gehen. Wir wollen ja ein Syrien einmal jenseits des Krieges sehen. Und dann machen wir heute Nachmittag eine gemeinsame Reise. Ihr mit mir zusammen und auch mit diesen Co-Autorinnen und Co-Autoren, die ihr hier auf dem Bild seht. Das sind alles Syrer, Deutsch-Syrer, also wie man so schön sagt, Deutsche mit syrischem Migrationshintergrund und Deutsche, die mal eine Zeit lang in Syrien gelebt haben, so wie in meinem Fall. Und wir haben im Rahmen unseres Projektes Syrien, ein Land ohne Krieg, der ja mit einem Bildband in Verbindung steht, haben wir all unsere Erinnerungen an unser Syrien aufgeschrieben. Die meisten von diesen Damen und Herren werdet ihr nachher auch in kleineren Videos sehen, deswegen brauche ich es erstmal gar nicht groß vorstellen. Also beginnen wir unsere Reise durch Syrien. Ich habe euch hier nochmal eine Karte mitgebracht. Inzwischen wissen wir ja so im Großen und Ganzen, wo Syrien sich befindet, aber um das nochmal augenscheinlich zu machen, klar zu machen. Syrien da unten rechts, es ist ja ein mittelmeeranrainer Staat und ja auch gar nicht ein so großes Land. Syrien ist etwa halb so groß wie Deutschland, umgeben von Ländern Türkei, Irak, Jordanien, Israel und Palästina und der Libanon. Und wir werden jetzt eine kleine Rundreise machen. Wir beginnen in der Hauptstadt Damaskus, reisen runter in den Süden, den sogenannten Hauran. Dann geht es rüber in die syrische Wüstensteppe, an den Euphrat, jenseits des Euphrats, in das Zweistromland und dann hoch in den Norden, in die zweitgrößte Stadt Syriens, nach Aleppo, machen dann einen Schlenker an die Mittelmeerküste nach Latakia und kommen dann schließlich wieder zurück nach Damaskus. Und genau in Damaskus, also der Hauptstadt des Landes, soll unsere Reise auch beginnen. Hier habe ich eben auch eine Zeit lang gelebt, bin unzählige Male dort gewesen. Also das, was ihr jetzt so ein bisschen seht, da muss ich auch dazu sagen, diese Live-Reportage, wie man das ja nennt, die geht normalerweise 2 Stunden. Ich hatte also die große Herausforderung, das Ganze auf 1 Stunde zusammenzustampfen. Aber das, was ihr heute hier so ein bisschen seht, das sind, wenn man so will, eine Art Best-of meiner Reisen durch Syrien, weil ich eben einen Zeitraum von rund 20 Jahren immer wieder
nach Syrien gereist bin, privat wie beruflich. Also Damaskus, dort wo ich auch gelebt habe, eine Millionenstadt, die Hauptstadt des Landes, rund 4 Millionen Einwohner, vielleicht 5 Millionen mit dem Umland. Sehr bekannte orientalische Stadt, aber berühmt ist Damaskus vor allen Dingen für seine Altstadt. UNESCO-Weltkulturerbe seit ganz vielen Jahren und in dieser Altstadt habe ich auch gewohnt. Und das ist schon so ein bisschen, wenn man durch die Gassen von Damaskus läuft, dann ist das nicht wirklich so ein Klischee, sondern da gibt es wirklich diese ganz engen Gässchen, wie man häufig sich eine orientalische Stadt vorstellt, vor allem in der Altstadt. Und so ist dann auch die Altstadt von Damaskus. Hier in dieser Ecke, da habe ich gewohnt, das ist hier Hassan, mein Gemüsehändler gewesen, der eigentlich genau das gemacht hat, was er auch hier auf dem Foto macht. Den ganzen Tag sitzt er da und trinkt einen schönen kleinen Ahwe, einen starken Kaffee. Und wenn man was kaufen möchte, Gemüse, Obst, dann kriegt man nur eine Tüte in die Hand gereicht und sagt, er bedient dich selbst. Also man möchte ihn doch nicht unbedingt stören bei seinen Geschäften. Wenn wir durch die Gassen weiterlaufen, dann sehen wir vielleicht murmelspielende Kinder. Murmelspielen ist bei uns gar nicht mehr so oft zu sehen und in Syrien aber bei den Kindern in den Gassen kann man das noch häufig sehen. Oder das hier. Wir würden sagen, ein kleiner Krämerladen. Und der Händler, der liebt es eigentlich, am Eingang seines Geschäfts zu sitzen und den ganzen Tag auf seiner Laute, auf seiner Oud zu spielen. Dann kommen ein paar Kunden vorbei, die kaufen was, vielleicht auch nicht, hören ihm vielleicht nur zu. Ist auch gar nicht so wichtig. Er liebt einfach das Spielen auf seiner Laute. Dann kommt ein kleiner Junge vorbei, nimmt sich ein Schokoladeneis und zieht weiter. Und auch das ist ja eine besondere Form von Kunst. Das ist, wenn ihr so wollt, ein richtiger Saftladen, den man überall, wirklich in Syrien, an jeder Straßenecke findet, kunstvoll aufgebaut, das ganze Obst. Und dann kann man hier sich seine Vitaminbombe holen. Die machen hier jeden Tag immer wieder richtig frische Obstsäfte. Die Syrer lieben das. Und ich habe es natürlich auch geliebt, dort jeden Tag meinen Saft zu holen. Aber die jungen Leute, die machen im Grunde genommen genau das, was ihr auch macht, was ich auch mache, wenn wir uns mit Freunden treffen. Dann gehen wir in ein Café, trinken Kaffee oder Tee, rauchen vielleicht eine Argile oder eine Shisha, also eine Wasserpfeife, was bei uns ja mittlerweile auch so hip geworden ist. Und so treffen sich die jungen Leute. Und genauso auch Internet spielt natürlich auch in Syrien eine ganz große Rolle. Cafés, wo es WLAN gibt, da findet man auch die jungen Leute, so wie die beiden jungen Damen vorne. Seht ihr, Laptop aufgeklappt. Man surft im Internet und man muss sagen, bis 2011, bis zum Ausbruch des Krieges, war auch das Internet relativ frei in Syrien. Also war erstaunlich, ganz gut die Seiten aufzurufen. Aber ihr seht die jungen Pärchen im Hintergrund. Internet ist gar nicht so wichtig. Die flirten viel lieber und vielleicht dann direkt unter dem Flachbildschirm, wo der neueste arabische Pop spielt, auf Musikvideos, die meistens aus Ägypten kommen, Libanon, aber natürlich auch aus Syrien selbst. Ja, und die Altstadt von Damaskus, wie gesagt, UNESCO-Weltkulturerbe. Und die Häuser sind eben auch sehr alt. Man sieht es ihnen manchmal auch an, dass sie so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Aber gerade in den letzten Jahren vor Ausbruch des Krieges wurde die Altstadt sehr aufwendig restauriert. Und dann sieht die Altstadt plötzlich wieder so aus, also in einigen Straßenzügen. Und so muss man sich insgesamt die Altstadt von Damaskus vorstellen. Und manchmal sieht man auch ein bisschen was Kurioses, wenn man so durch die Altstadt läuft. Da seht ihr hier einen jungen Mann, ihr kennt ihn vielleicht noch, das sind diese Velo Solex, das sind diese alten französischen Mofa-ähnlichen Fahrräder. Die haben einfach vorne noch so einen kleinen Motor drauf. Und der Mann, der steht da hinten auf dem Gepäckträger, hält sich hier so mit zwei Fingerchen fest, hat einen Telefonhörer eingeklemmt, Zettel in der Hand und da oben so ein Kabelknäuel. Das ist ein Telefontechniker. Der versucht also wieder irgendwie Ordnung zu bringen in diese Telefonleitung. Ja, ein schon etwas älteres Bild, aber so würde man das vielleicht heute auch noch sehen können. Und wenn man durch die Altstadt von Damaskus läuft, durch die schönen Gassen, dann sieht man immer diese wunderschönen Holztüren. Und man fragt sich vielleicht, wie mag es so dahinter aussehen? Wie sieht eigentlich so ein Haus von innen aus? Also gehen wir einfach mal rein. Und dann stehen wir mitten in einem typischen Damaszener Hofhaus. Ihr müsst euch so vorstellen, so wie ihr jetzt hier seht, also ein schöner Hof und der plätschert hier so ein bisschen der Brunnen. Den hört man eigentlich auch im Hintergrund gerade ein bisschen plätschern, aber bei der Geräuschkulisse ist das schon ein bisschen Herausforderung für den Brunnen. Und arabische Familien, auch in Syrien, sind ja im Allgemeinen ein bisschen größer. Und das Leben dort noch mehrere Generationen unter einem Dach. Und deswegen sind die Häuser auch ziemlich groß. Also Hof, drumherum die ganzen Zimmerchen. Das ist so eine Art Wohnzimmer. Also direkt im Hof ein großer Iwan, eine große Nische. Denn die überwiegende Zeit des Jahres ist ja ziemlich warm oder heiß und dann kann man es dort im Sommer ganz gut aushalten. Und wenn man dann reingeht in so ein Zimmer, dann sieht es vielleicht so aus. Und es ist nicht besonders, ein besonders hübsches Exemplar, denn das ist ein restauriertes Althaus von Damaskus. Und dieses Zimmer gehört auch zu einem Boutique-Hotel. Und dieses Boutique-Hotel gehört ihm hier, Elias Hanna Saliba. Ein sehr guter Freund von mir,
ein Deutsch-Syrer, der aber seit 4 Jahrzehnten mittlerweile schon in Deutschland lebt. Er kommt ursprünglich aus der Hafenstadt Latakia, wo wir nachher auch noch ganz kurz hinkommen werden. Und wie viele, die aus dieser Stadt kommen, ist auch Hanna Saliba einst als Kapitän auf großer Fahrt über die Weltmeere geschippert und hat die Welt gesehen. Und dann kam er eines Tages in die schöne Hafenstadt Hamburg, hat eine Frau kennengelernt, hat sich verliebt und ist in Hamburg geblieben. Und dann die Frage, was macht ein großer Kapitän, wenn er in Hamburg bleibt, muss er irgendwie Geld verdienen? Und dann hat er sich daran erinnert, dass er ja auch ein großer Genießer ist, ein großer Koch. Er hat das Kochen von seiner Mutter gelernt. Und dann hat er vor über 40 Jahren in Hamburg arabische Restaurants gegründet oder syrische Restaurants und damit die Saliba-Restaurantkette ins Leben gerufen, die vor allem berühmt geworden ist für diese wunderschönen Vorspeisen, für die ja die gesamte östliche Küche sehr bekannt ist, diese bestimmten Mezeh. Und so kann man schon sagen, dass Hanna Saliba wirklich vor 4 Jahrzehnten die arabische Küche nach Deutschland gebracht hat, zu einer Zeit, als es bei uns noch überhaupt nicht bekannt war. Türkische Küche kannte man so langsam ein bisschen, aber arabische Küche, das war etwas völlig Neues. Naja, und Hanna Saliba ist also nicht nur ein großer Gourmet, ein großer Koch, er ist auch etwas anderes, was man auch an seinem Namen hört. Denn Saliba, da steckt das Wort Salib drin, das Kreuz. Und Hanna Saliba ist ein Christ, er ist kein Muslim, ein griechisch-orthodoxer Christ. Es leben etwa 10% Christen in Syrien. Und da gibt es diese schöne Anekdote, wie er vor vielen Jahren mal durch eines seiner Restaurants in Hamburg gelaufen ist und so ein ganz arabischer Gastgeber. Man kümmert sich um die Gäste, man fragt, geht's euch gut, schmeckt's denn? Und dann kommt man so ins Gespräch, und da kam ein älterer Herr auf ihn zu, was ich hier so ein bisschen symbolhaft dargestellt habe mit diesem Foto hier. Da kommt ein älterer Herr auf ihn zu und sagt zu ihm, Herr Saliba, ich habe gerade erfahren, dass Sie ja gar kein Muslim sind, sondern Christ. Das ist ja großartig, hochinteressant, aber sagen Sie, wann genau wurden Sie eigentlich bekehrt? Na, da kann man mal ein bisschen nachdenken und bekehrt als Christ aus Syrien. Und da hat Hanna Saliba so ein bisschen, wie man hier so sieht, freundschaftlich den Arm um die Schulter des älteren Herrn gelegt und zu ihm gesagt, mein sehr verehrter Herr, aber Sie glauben es bitte nicht, dass Jesus Christus aus der Lüneburger Heide kam. Muss man ja vielleicht mal daran erinnern, dass eben die drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, natürlich ihren Ursprung im nahen Mittleren Osten haben, auf der arabischen Halbinsel und eben nicht auch in der Lüneburger Heide. Ich habe euch vorhin gesagt, wir haben dieses Projekt Syrien, ein Land ohne Krieg mit mehreren Autorinnen und Autoren gemacht. Alle, die also Erinnerungen an ihr Syrien aufgeschrieben haben. Einer unserer Protagonisten ist Christoph Reuter. Den kennt ihr vielleicht. Er ist ein sehr bekannter Journalist. Er ist der Nahost-Korrespondent des Spiegels und von Spiegel Online, lebt in Beirut und ist einer der ganz wenigen westlichen Journalisten, die immer noch regelmäßig nach Syrien reisen, um von dort zu berichten. Christoph und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben zusammen in Hamburg studiert für über 20 Jahren. Und er hat dann auch einen Text geschrieben und ich habe alle unsere Autoren aufgesucht, besucht und habe sie gefilmt, wie sie ihre eigenen Texte vorlesen. Das sind immer ganz kurze Texte über ihre Erinnerungen an ihr Syrien und den Auftakt macht sozusagen Christoph mit seinen Erinnerungen an sein Syrien. Wer sind die Männer auf dem Bild? 5 Taulerspieler, einer von ihnen Offizier. Genaueres ist nicht bekannt. Der Fotograf weiß nur, dass es Nachbarn in der Altstadt von Damaskus waren. Sie waren letztendlich nur ein Motiv. Aber versetzt man sich zurück in jene Zeit vor 2011, so kann man sagen, niemand wusste damals, wer die 5 und wer die 22 Millionen anderen Syrer wirklich waren. Nicht einmal sie selbst wussten es. Bis auf eine Handvoll mutiger Dissidenten hatten sich die Menschen arrangiert. Sprachen nicht, oder eher mit Ausländern als mit syrischen Freunden, über die Angst, über verschwundene Väter, Brüder, über die Demütigungen. Wenig war spürbar, wenn man als Besucher nach Syrien kam. Es war nicht schwer, ein Postkartenidyll zu zeichnen. Es war auch nicht vollkommen falsch. Es war nur unvollständig. Alle hatten sich arrangiert im flachen Terrain der kleinen Freiheiten und des instinktiven Misstrauens. Doch dann kam 2011. Erst gingen Tausende, dann Hunderttausende, zumindest in der Stadt Hama, auf die Straße, wurden beschossen, gingen wieder los. Auf einmal hatten Syrer die Wahl. Eine immer noch lebensgefährliche, aber nicht mehr närrische. Stillhalten oder auflehnen. Plötzlich begannen Wildfremde einander zu vertrauen, öffneten sich Haustüren für um ihr Leben rennende Demonstranten, riskierten Ärzte alles, wenn sie verwundeten Protestierenden oder später Rebellen halfen.
Oder wie ein Unternehmer es sagte, den wir in einer Hütte zwischen Olivenbäumen im Norden trafen: Ich weiß, sie werden mein Haus niederbrennen, meine Familie jagen und mich umbringen wollen. Aber ich konnte nicht länger zuschauen, wie Assads Schergen dieses Land lieber in einem Blutbad untergehen lassen, als ihre Macht aufzugeben. Andere blieben still, igelten sich ein, wiederholten die Endlosschleifen der Propaganda von einer ausländischen Dschihadistenverschwörung, obwohl sie wussten, dass es gelogen war. Es war die Zeit der Entscheidung. Oder, wie es ein Literaturstudent summierte, der mich auf 10 Reisen durch das umkämpfte Land begleitete und später vom IS ermordet wurde: Es war die Zeit, in der wir Syrer uns zum ersten Mal wirklich kennengelernt haben, im Guten wie im Schlechten. Ja, Christoph Reuter vom Spiegel. Wir sind immer noch in Damaskus und wir schauen hier auf den Jabal Rasyun, auf den Hausberg von Damaskus, ungefähr 1000 Meter hoch. Und sein Berg, mit dem sich ganz viele Legenden verbinden. Hier soll angeblich Kain den Abel erschlagen haben. Hier soll sich der Geburtsort Ibrahims befinden, den wir ja als Abraham kennen. Und hier soll sogar Moses begraben liegen. Wer weiß. Aber natürlich ist Damaskus als eine der ältesten Städte der Welt, seit 6000 Jahren leben dort Menschen, natürlich sehr, sehr geschichtsträchtig. Und vor allem ist Damaskus für die Ausbreitung oder die Entstehung auch des Islams von ganz großer Bedeutung. In Damaskus war die Hauptstadt des ersten großen islamischen Reiches, das der Umayyaden, also eine Dynastie gewesen. Und Symbol dieser Herrschaft war diese prächtige Umayyaden-Moschee, die in der Mitte, in der Altstadt von Damaskus steht. Unzählige Male bin ich dort drin gewesen. Und diese Moschee hat auch etwas Besonderes, denn sie steht im Grunde genommen auf einem jahrtausendalten heiligen Terrain. Wenn also seit 6000 Jahren Menschen in Damaskus leben, haben Menschen auch dort immer ihre heiligen Stätten gebaut. Also hier gab es mal einen Hadad-Tempel der Aramäer, dann gab es einen Zeus-Tempel der Griechen, irgendwann einen Jupiter-Tempel der Römer, dann kamen die Byzantiner, die machten daraus eine Kirche und dann kamen irgendwann die Muslime und die machten aus dieser Kirche eine Moschee. Und genau deswegen, wenn man nämlich sich diese Architektur anschaut, so wie wir hier in dem Hof sind, der Umayyaden-Moschee, oder in den Arkaden reinlaufen, dann sehen wir diese schönen Torbögen, wir sehen die Säulen, wir sehen die korinthischen Kapitelle und die sehen ja auch irgendwie aus wie so antike Spuren. Und das sind sie auch, weil es sozusagen alte Baurelikte sind aus den vorangegangenen großen Tempelanlagen. Und damit eben ein Symbol für die große und lange Tradition in dieser Stadt. Und dann geht man rein in die Umayyaden-Moschee und dann sieht man diesen Schrein mittendrin im Gebetsraum. Und man sieht, wie die Menschen herantreten an diesen Schrein, sie beten an diesem Schrein. Man lässt sich fotografieren oder man macht vielleicht ein Selfie davor. Und dann fragt man, wer ist denn da eigentlich begraben? Wer liegt denn da? Und dann erfährt man, dass dort Johannes der Täufer begraben liegt. Und das mag ja vielleicht ein bisschen verwundern. Johannes der Täufer, was macht denn der mitten in der wichtigen Moschee in der Altstadt von Damaskus? Und das ist eine ganz schöne Symbolik, die wir dann ablesen können, so wie auch dieses Bild, was ich in Damaskus fotografiert habe. Ihr seht auf diesem Bild Amulette, und zwar muslimische. Ganz da unten rechts beispielsweise seht ihr das arabische Wort für Allah, für Gott, daneben Mohammed, der Prophet und da oben natürlich Maria und Josef. Also christliche und muslimische Amulette nebeneinander. Und wir denken ja immer, wenn wir an Religionen hören, da gab es das Christentum, der Islam, ganz vorher gab es noch das Judentum, als seien das immer so historische Zäsuren. Aber es gibt ja Kontinuitäten. Und gerade die Muslime glauben ja, dass alle vorangegangenen Religionen wie Judentum, Christentum auch letztendlich Teil des Islams sind. Um es ganz bewusst salopp auszudrücken: Gott schickt Propheten an die Menschen hören nicht auf die Propheten, also kommt immer wieder ein neuer Prophet. Und aus Sicht der Muslime ist sozusagen der vollkommene Prophet eben der Prophet Mohammed. Das heißt aber, dass alle anderen Propheten, die wir so aus den alten Schriften kennen, vor allem auch aus dem Alten und Neuen Testament, sind auch Teil des Islams. Angefangen bei Abraham, der eben auf Arabisch Ibrahim heißt, Moses, auf Arabisch Musa, Jesus, auf Arabisch Isa. Jesus kommt im Koran viel häufiger vor als der Prophet Mohammed selbst. Also auch die Muslime glauben ja an Jesus, aber als Prophet, als Mensch, nicht als Sohn Gottes. Das ist ein ganz großer Unterschied. Natürlich glauben sie dann vor allen Dingen, dass das Siegel der Propheten der Prophet Mohammed ist. Aber dadurch sehen sich die Muslime in einer Reihe der Kontinuität vorangegangener Religionen. Und deswegen ist auch damit zu erklären, dass es bestimmte Verehrungsobjekte, die wir aus dem eher anderen religiösen Kontext kennen, auch bei den Muslimen eine Rolle spielen. Deswegen wird auch Johannes der Täufer in der Umayyaden-Moschee verehrt. Und wenn wir rausgehen aus der Moschee, dann kommen wir durch den berühmten Bazar oder wie man auf Arabisch sagt, den Souk. Souk ist das arabische Wort.
Wer von euch war denn schon mal in Damaskus oder in Syrien? Ah, schon so ein paar, sehr schön. Dann wisst ihr auch genau, wo ich das fotografiert habe, im berühmten Souq al-Hamidiyya. Und wenn ihr im Souq al-Hamidiyya wart, im großen Zentralbazar von Damaskus, ihr wisst, wenn man hier vorbeiläuft, ganz da hinten auf der rechten Seite, da gibt es ein ganz berühmtes Geschäft. Da ist jeder, der mal in Damaskus gewesen ist. Wisst ihr, was ich meine? Kommt jetzt nicht drauf, ne? Bagdash. Eine ganz, ganz berühmte Eisdiele. Sozusagen die berühmteste Eisdiele Syriens, oder man könnte eigentlich wirklich sagen, die berühmteste Eisdiele des Orients. Denn Bagdash ist zum Beispiel auch kein arabisches Wort, es ist ein türkisches Wort. Und daran merkt man eben, dass es noch aus der osmanischen Zeit stammt. Also eine Eisdiele, die über 100 Jahre alt ist. Und ihr seht, ein reißender Absatz, die ein sauleckeres Milcheis machen, was dann noch so ein bisschen in Pistazienraspeln getunkt wird. Also wirklich saulecker, habe ich unzählige Male gegessen. Ihr seht, ein sehr großes Geschäft. Die Umsätze laufen sehr, sehr gut. Auch während des Krieges wird da immer noch weiterhin Eis produziert. Und hier vorne, das ist so der Männerbereich. Aber ihr seht in der Mitte ein Pärchen, die gehen so nach hinten. Da ist so der Familienbereich. Und da sind auch diese Pärchen so ein bisschen unter sich, damit sie beim Flirten auch in aller Ruhe dann ihr Eis schlecken können. Oder umgekehrt. Ein Souq ohne die berühmten Gewürze des Orients ist kein echter Souq. Und das ist auch kein Klischee, das gibt es wirklich. Also wenn man durch diese Städte läuft, des Orients, dann kommt man an den Souqs vorbei, wo es dann wirklich nach Kumin, Koriander oder Kardamom riecht, also die Gewürze des Orients. Und die Gewürzhändler verstehen das ja auch auf besonders schöne Weise, irgendwie diese ganzen Gewürze dann zu präsentieren und zu drapieren. Und irgendwann mal, vor ganz vielen Jahren, muss mal ein Vertreter von Maggi durch den Nahen Osten gereist sein und hat Preisschilder verteilt. Weil wirklich in allen großen Städten des Nahen Ostens, nicht nur in Damaskus, auch in Aleppo, in Beirut, in Amman, auch in Kairo, haben die Gewürzhändler alle ihre Gewürze mit dem Maggi-Preisschildern ausgezeichnet. Also das war echt ein gutes und sehr gelungenes Marketing. Ja, und dieses Foto, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, weil das ist sozusagen unser Bild unseres Projektes Syrien, ein Land ohne Krieg, auch das Cover unseres Textbildbandes. Wir haben das Bild deswegen rausgesucht, weil das für uns so das Syrien ist. Denn ihr seht hier auf dem Bild junge Leute, ältere Leute. Ihr seht junge Frauen mit Kopftuch, aber sehr modisch gekleidet, mit Flipflops. Eine Dame mit einem etwas, man würde sagen, konservativen Kleidung, mit dem Mantel und dem Kopftuch. Eine andere Dame ohne Kopftuch, raucht aber eine Agile, eine Shisha. Also im Grunde genommen verschiedene Lebensmodelle von, sagen wir mal, eher so ein bisschen liberaleren, progressiveren und eher konservativ geprägten Lebensmodellen. Dieses Nebeneinander, das ist für uns Syrien. Das ist typisch syrisch, weil eben diese Lebensmodelle auch im Alltag sehr sichtbar sind und auch entsprechend gelebt werden. Die Aufnahme habe ich allerdings auch in einem sehr berühmten Café gemacht, Café Nofara. Da wart ihr ja bestimmt, wenn ihr in Damaskus wart, da geht man da hin. Ne? Da ist der berühmte Geschichtenerzähler, der Hakawati, hier auf der linken Seite. Also diese Tradition des Geschichtenerzählens ist ja im Orient ja sehr weit verbreitet, aber stirbt auch so langsam aus. Und leider auch in Damaskus, weil auch Abu Shadi, so heißt der Geschichtenerzähler hier auf dem Bild, ist vor einigen Jahren gestorben. Hat mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun, er war einfach alt, ein bisschen kränklich. Wollte auch nicht mehr so richtig. Ihr hört ihn hier im Hintergrund so ein bisschen, wie er dann erzählt. Genau, das sind die Originalaufnahmen. Wie gesagt, gegen die Geräuschkulisse schon eine Herausforderung. Naja. Überhaupt so diese Geselligkeit, das Zusammenkommen mit Freunden oder mit Familie spielt in Syrien eine ganz große Rolle. Hier waren wir mit Freunden an einem winzigen, ganz kleinen Restaurant in der Neustadt von Damaskus. Aber ihr seht, wir hatten da wirklich so unseren Spaß. Oder man wird eingeladen, vielleicht bei Freunden. Und wenn man eben eingeladen wird bei Syrern, da wird auch ordentlich aufgetischt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommen die ganze Familie zusammen. Da kommen noch Freunde dazu und noch Bekannte und dann erst macht es so richtig Spaß. Also Geselligkeit, wie gesagt, spielt eine ganz große Rolle. Und man isst nicht nur gut in Syrien, es gibt auch Leckeres zu trinken. Und wenn man nur denkt, naja, islamisches Land, da gibt es wahrscheinlich irgendwie gute Kaffees, Tees, Wasser, Säfte. Ja, auch. Aber es gibt auch guten Alkohol. Es gibt gute Schnäpse da oben. Auf den Schränken, die wir da oben sehen, da ist richtig harter Alkohol drin. Arak, der Nischnaps beispielsweise. Und was wir da in der Hand halten, hier, falls ihr mich nicht erkannt haben sollte, das bin ich. Ist aber schon ein bisschen, ja, ne, muss man schon mal genauer hingucken, ist schon ein paar Jahre her, ja. Wir trinken dann richtig gutes Bier. Es gibt in Syrien, in Damaskus, ein echt gutes Bier, das Barada. Barada, so heißt der Fluss, der durch Damaskus fließt, der eine ziemliche Kloake ist, aber das Bier schmeckt verdammt gut. Es ist ein schönes, mildes, süffiges Bier. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Reportage gemacht über die Bierbrauerei in Damaskus. Da durften wir da drin zwar nicht fotografieren, aber ich habe so ein kleines Foto gemacht, das ganz interessant ist. Denn in der Abfüllanlage habe ich dann dieses Foto gemacht. Und wenn ihr mal schaut, diese unterschiedlichen Füllhöhen, also da ist man dann doch sehr leger beim Abfüllen der verschiedenen Biersorten. Aber egal, das Bier schmeckt einfach sehr gut.
Naja, wenn man dann so durch Damaskus läuft, durch die Gassen, das kann auch sehr ermüdend sein. Und so wie dieser ältere Herr legt sich dann mal so ein bisschen zur Ruhe. Das war allerdings auch ein Händler im Zug von Damaskus. Das ist sein Geschäft hier. Und was immer er auch da verkauft haben mag, ich habe das heute nicht so ganz verstanden, was genau er da verkauft, irgendwie alles Mögliche. Aber das scheint auf jeden Fall sehr anstrengend gewesen zu sein. Ja, ein weiterer Protagonist, den ich euch vorstellen möchte, ist Aladin al-Mafalani. Ein Deutsch-Syrer. Seine Eltern kommen aus Syrien, seine Mutter aus Damaskus, sein Vater aus Deraa, das ist ganz unten im Süden des Landes. Er selbst ist aber in Deutschland geboren. Und Aladin ist Soziologe und Politikwissenschaftler, hat lange an der FH in Münster gelehrt und ist jetzt aber seit einem guten Jahr der Abteilungsleiter des Integrationsministeriums der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Und es ist ja mal ganz interessant, dass auch jemand mit einem Migrationshintergrund in so eine verantwortungsvolle Position geholt wird. Da macht er auch eine sehr gute Arbeit. Und Aladin war früher natürlich auch ganz oft in Syrien, auch bei seinen Verwandten. Und er hat dort eine Szenerie kennengelernt, die wir vielleicht nicht unbedingt mit Syrien in Verbindung bringen werden, aber das erzählt er euch mal selbst. Viele werden es kaum glauben, aber meine Erinnerungen an Syrien in den 1990ern haben sehr viel mit Flirten zu tun. In heißen Sommern in Damaskus waren die Röcke kürzer und die Blicke der Mädchen und Frauen direkter als in meiner ersten Heimat Westfalen. Geflirtet wurde ganz anders als in Deutschland, aber nicht weniger intensiv. Immer hatten die Mädchen das Heft in der Hand. Wenn eines einen kurz anlächelte und dann wegschaute, hieß das: Sprich mich an. Das war nichts für schüchterne Gemüter. Die Metropole hatte aber auch für Nicht-Heteros viel zu bieten. In dem einen oder anderen Club, den ich selbst besuchte, waren Homosexuelle herzlich willkommen. Und das konnte man auch wirklich sehen. Einmal war ich bei einer sehr beeindruckenden Party, die man heute als LGBT-Party bezeichnen würde. Das war wirklich krass. Aber ganz besonders verliebt habe ich mich in die kleine Metal- und Punk-Szene. Schwarzer Tee aus kleinen Tassen, Sonnenblumenkerne, Argile, Wasserpfeife und dazu wilde Musik. Einfach genial. Ja, einfach genial. Also so eine Szene würde man vielleicht nicht unbedingt mal im Osten vermuten, aber natürlich gibt es die dort auch. Die beiden, die ich euch hier vorstellen möchte, liegen mir ganz besonders am Herzen. Khaled und seine Frau Maya, weil Khaled kenne ich schon so lange, wie ich Syrien kenne, seit also ungefähr 25 Jahren. Das ist mein ältester syrischer Freund. Die beiden sind auch vor knapp 5 Jahren aus Damaskus geflohen. Ja, auch in den Rändern von Damaskus gab es ja in den letzten Jahren leider auch heftige Kämpfe. Und es wurde dann so unsicher, sie sind geflohen, zunächst mal nach Istanbul. Und sie wollten dann, man sieht sie hier mit ihren beiden Kindern, Farah und Khalil, sie wollten dann von Istanbul aus über die Balkanroute weiterfliehen nach Deutschland. Aber wir konnten ihnen das glücklicherweise ausreden, weil es zu gefährlich ist. Wir, das sind noch 2 andere Freunde von mir und ich, die Khalil schon sehr lange kennen. Und wir haben damals so ein bisschen über Vitamin B, muss man sagen, haben wir es geschafft, dass Khalid legal nach Deutschland einreisen konnte. Khalid sprach damals schon sehr gut Deutsch und ist Elektroingenieur. Wir konnten ihm also einen Job besorgen. Und dann ist die Familie auch legal nach Deutschland gekommen, und zwar nach Bietigheim-Bissingen. Das ist ganz da unten im Süden. Und bei Bietigheim-Bissingen, da muss ich mich ja auch mal schon so ein bisschen konzentrieren, damit ich das unfallfrei ausspreche. Und ihr könnt euch vorstellen, für einen Syrer ist das nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und wir haben uns dann immer so einen Spaß gemacht mit Khalid, immer gesagt: Khalid, wo wohnt ihr nochmal? Und dann hat er eben nur noch gesagt, bei Stuttgart, weil das wirklich genau unweit von Stuttgart entfernt liegt. Und dann kam also die Familie glücklich nach Deutschland, und ich lebe ja auch hier in Berlin, übrigens nur ein paar Straßen weiter von hier entfernt, also ich konnte fast von zu Hause hergelaufen. Und da hat uns dann die Familie im Sommer 2014 besucht, und unschwer zu erkennen, dass die Familie glücklich war, in Sicherheit zu sein, raus aus dem Krieg. Und es war ja damals auch ein ganz großes weltbewegendes Ereignis. 2014, ne, war ja auch Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft. Wichtig für Khalid, weil Khalid eben, mein ältester Freund, ist der größte syrische Fußballfan auf Erden. So kommt es mir zumindest vor. Der kennt die Bundesliga rauf und runter. Und als er uns dann im Sommer 2014 besucht hat, ich meine, man muss immer sich klar machen, die haben eine dramatische Flucht hinter sich, kommen dann nach Bietigheim-Bissingen, besuchen uns dann in Berlin. Und dann war Fußball-WM. Und dann kamen sie also hier nach Berlin, haben uns besucht. Und dann kam Khalid an und war echt gut ausgestattet. Der kam da an mit so einem Trikot: Wir werden Weltmeister. Ist jetzt orthografisch nicht ganz auf der Höhe, aber es hat ja dann auch gestimmt. Damals wussten wir es noch nicht. Aber das hat er mitgebracht. Das haben wir ihm nicht in die Hand gedrückt, sondern unser syrischer Freund kommt hier nach Deutschland und guckt WM und sagt: Wir werden Weltmeister, meint die deutsche Nationalmannschaft.
Also das war schon ein besonderes Erlebnis. Und dann hat Maya noch abends schön arabisch gekocht. Und dann waren wir also ganz happy, dass wir nach vielen Jahren, die wir uns nicht gesehen haben, auch unsere alten Freunde in die Arme schließen konnten. Das ist schon ein neueres Bild von vergangenem Jahr. Seht ihr auch in den Kindern, die mittlerweile auch älter geworden sind, in der normalen deutschen Schule sind, sehr, sehr gut Deutsch sprechen und eben jetzt in Stuttgart leben und hoffen, irgendwann eines Tages wieder nach Syrien zurückkehren zu können, weil natürlich sie ihre Heimat vermissen, obwohl sie sehr froh sind, hier in Deutschland sein zu können, in der Sicherheit. Aber sie wollen eben zurück in ihre Heimat. Ja, wir verlassen nun die Hauptstadt Damaskus und reisen runter in den Süden, den sogenannten Hauran, schon sehr nah an der jordanischen oder israelischen Grenze. Und wenn wir uns da mal so reinzoomen und schauen von oben auf die Karte, dann fällt uns da in der Mitte auch so ein ganz großer dunkler Fleck auf. Und das ist in der Tat ein erloschener Vulkankrater. Die gesamte Region des Südens des Landes ist vulkanisch geprägt, dadurch aber auch eine sehr, sehr fruchtbare Region. Der Süden des Landes war immer schon die Kornkammer Syriens und das war in der Antike so und das ist bis heute so. Dort wird ganz viel Landwirtschaft angebaut. Und das Besondere ist ja, wenn man auch antike Städte besucht und der Nahe Osten ist ja voll davon, weil das ja eben auch lange Zeit zum antiken Reich der griechisch-römischen Zeit gehörte, sehen wir immer wieder diese klassischen Städte. Und das Besondere im Süden Syriens ist, dass diese antiken Städte eben nicht aus diesem hellen Kalkstein gebaut sind, wie wir das oft so kennen aus Rom oder auch aus Athen, sondern mit diesem dunklen Basaltstein. Und es hat dadurch eine ganz andere Anmutung. Und heute noch ist es so, dass Menschen in diesen Häusern zum Teil noch leben. Die haben einfach dieses alte Gemäuer abgetragen, neue Häuser gebaut. Und dann leben die Menschen dort zwar natürlich in sehr einfachen Verhältnissen, aber in Bosra, wo diese Stadt steht, mit diesem Theater, dort, wie gesagt, leben auch noch die Menschen, die dann vor allem in Landwirtschaft beschäftigt sind. Wir haben vorhin davon gesprochen, Jesus Christus kam ja nicht aus der Lüneburger Heide, sondern hat ja seinen Ursprung im Nahen Osten. Und heute noch leben rund 10% Christen in Syrien. Der unterschiedlichen Konfessionen, die größten sind die griechisch-orthodoxen Christen. Und ich war hier mal bei einer Messe, und das ist der Bischof in der Mitte, Bischof Esper des Haurans. Und da durfte ich mal bei einer Messe dabei sein und direkt von der Apsis aus fotografieren. Das war schon ein besonderes Privileg. Es gibt noch eine andere Religionsgemeinschaft, die man oft im Süden des Landes trifft, aber auch im Libanon oder auch auf den Golanhöhen, die ja heute zu Israel zählen. Das sind die Drusen. Das ist eine Religionsgemeinschaft, die sich so aus dem schiitischen Islam abgespalten hat, gelten als sehr weltoffen und tolerant. Und man erkennt die Drusen oft an diesem Gewand, an diesem schwarzen Mantel und diesem weißen, fesähnlichen Kopfbedeckung. Und vor vielen Jahren mal wollte ich für ein Buchprojekt so einen alten Drusen fotografieren. Und da bin ich ja mit dem Auto durch Syrien gefahren, nicht mit diesem coolen Auto, das war dann schon ein ganz normaler Mietwagen, aber bin dann mit dem Auto durch den Süden gefahren und kam durch ein Dorf. Und dann sah ich so in der Entfernung einen alten Mann, einen Drusen, vor seinem Haus sitzen. Da habe ich gedacht, das könnte ganz gut sein zum Fotografieren. Und habe ich mein Auto geparkt, bin auf den Mann zugelaufen und ich bin dann etwas vorsichtig als Reporter, die Menschen einfach so drauf los zu fotografieren, sondern ich versuche erstmal so eine Basis, so eine Kommunikation aufzubauen. Da bin ich zu ihm hin und habe dann auf Arabisch auch gesagt, Assalamu alaikum, Friede sei mit dir. Und dann hat er zurückgegrüßt, wa alaikum assalam und Friede sei mit dir. Und habe ich gedacht, schon mal so ganz gut, man kommt ins Gespräch. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen Respekt. Ich dachte so, den alten Mann so zu fotografieren, lass mal lieber. Aber irgendwie hatte er wohl geahnt, was ich vorhatte, weil ich hatte ja meine Kamera dabei. Und dann stand er plötzlich auf und stellte sich so hin und zupfte so ein bisschen an seinem Mantel, strich ihn noch so ein bisschen glatt und gab mir ein Zeichen, er sei bereit. Dann habe ich einfach mein Foto gemacht. Das ist fotografisch, weil es nicht das bombastische Foto, aber das ist sozusagen mein alter Druse, den ich da fotografiert habe. Und dann wollte ich gerade weiterfahren und dann machte er eine ganz interessante Armbewegung. Dann holte er den rechten Arm aus und sagte auf Arabisch, Ahlan Musahlan, Beiti Beitak, herzlich willkommen, mein Haus ist dein Haus. Also er hat mich zu sich nach Hause eingeladen, großartig. Also da widerfährt einem das ganz oft, wenn man durch Syrien reist, auch im Nahen Osten, aber ich habe es eben ganz viel in Syrien erlebt, dass man einfach mal ganz kurz so, wenn überhaupt ins Gespräch kommt, oder ich mache hier ein Foto und schon werde ich eingeladen. Man muss natürlich wissen, das kann oft nur eine Höflichkeitsfloskel sein. Das sagt man manchmal einfach nur so, um höflich zu sein, ist aber nicht unbedingt ernst gemeint, die Einladung. Dann lehnt man erstmal ab und dann hat er sie wiederholt. Dann habe ich wieder abgelehnt
dann hat er sie nochmal wiederholt. Zum dritten Mal hat er gesagt, mein Haus ist dein Haus. Und wenn die Einladung mehrmals wiederholt wird, dann weiß man, der meint's ernst. Und dann bin ich auch mitgegangen, dann hat er mich eingeladen, dann habe ich noch ein Porträt von ihm gemacht. 93 Jahre war er damals, Arif Rayuan hieß er, der alte Druse. Und dann wurden wir natürlich in das große Gästetrakt gebracht, in das Mordorfe und wurden dann wieder köstlich verköstigt. Und, aber ihr seht, ne, das ist wieder mal so eine reine Männerangelegenheit. Ist ja klar, wenn man so auf dem Land ist und so, ne, da wird man eingeladen, da sind die Männer nur unter sich. Und ist auch nicht so ganz verkehrt. Da hält man diese Tradition auch so ein bisschen aufrecht. In der Stadt ist es ganz anders. Da ist es sehr gemischt. Habt ihr ja vorhin gesehen, die Cafés, junge Frauen, junge Männer, alles durcheinander. Aber hier so auf dem Land wird man erstmal so zu den Männern geführt. Aber daraus hat sich dann so eine Freundschaft entwickelt und wir haben dann auch uns mehrmals besucht. Und dann habe ich auch mal im Familienbereich fotografieren dürfen, also auch bei den Damen in der Küche, wo man natürlich auch sagt, ja, auch alles sehr einfache Verhältnisse, aber eben sicherlich authentisches Leben bei den drusischen Bauern im Süden Syriens. Und ihr seht, das war auch dann eine Familienangelegenheit. Auch der Sohn vom alten Drusen, Nasir, musste ein bisschen helfen beim Kochen, also nicht nur Frauenangelegenheit, sondern eben auch Sache der Männer. Und dann haben wir hinterher auch nochmal so ein kleines Fotoshooting gemacht, falls ihr mich wieder nicht erkennen solltet, ich sitze da in der Mitte, ist ja auch schon, wie gesagt, ein bisschen länger her. Und dann haben wir nochmal kleine Fotos gemacht, weil die ja wussten, ich habe so ein bisschen was mit der arabischen Welt zu tun, ich spreche ein bisschen Arabisch, dann haben sie mir dann noch so ein Kufir, so ein Arabertuch aufgesetzt. Und naja, ob es mir steht, weiß ich nicht, könnt ihr vielleicht besser beurteilen. Aber es ist ja so, ich bin ja auch so ein bisschen dunkelhaarig, ich habe grüne Augen, das kommt sehr häufig in Syrien vor. Also wenn ich in Syrien unterwegs bin, werde ich nie auf Englisch oder Deutsch angequatscht, sondern eigentlich immer auf Arabisch, weil sie denken, ich bin Syrer oder vielleicht Libanese. Und das ist ja auf solchen Reisen natürlich durchaus ein großer Vorteil. Ja, wir reisen jetzt weiter vom Süden und dann geht es jetzt durch die syrische Wüstensteppe in den Osten rüber und wir sind dann jenseits des Euphrats. Und wir kommen dann in eine Region, die auf Arabisch Jezire heißt. Und Jezire heißt einfach die Insel. Und die Region heißt deswegen so, weil es ein Landstrich ist, der genau zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris liegt. Also das Land zwischen den Strömen, das Zweistromland Mesopotamien, so wie wir das eigentlich vielleicht mal irgendwann mal vor langer Zeit in der Schule gelernt haben, im Geschichtsunterricht, sozusagen da, wo vor Jahrtausenden die ersten großen Stadtstaaten entstanden sind, das ist Mesopotamien, also ganz im Osten des Landes. Wenn man aber dann durch diese syrische Wüstensteppe fährt, dann ist das auch sehr wüstenhaft. Das ist nicht so eine Wüste, wie man das aus der Sahara kennt, diese weit geschwungenen Wüstendünen, sondern es ist eine Steppenwüste, sehr trocken, sehr heiß. Und trotzdem spielt die Viehwirtschaft eine sehr große Rolle in dieser Region. Man sagt ja immer, die Syrer haben ganz netten Humor, wenn man die Syrer fragt, sag mal, wie viele Schafe gibt es bei euch in Syrien eigentlich? Dann fragen sie gerne zurück, welche meinst du denn? Die vierbeinigen und die zweibeinigen? Weil es so in etwa so die Waage hält. Es gibt rund 20 Millionen Schafe. Und wenn man dann im Osten unterwegs ist, dann sieht man ganz oft diese Viehherden, diese Schafsherden. Und man fragt sich ja wirklich, mein Gott, was finden die denn da überhaupt in dieser trockenen Region, aber irgendwie scheinen sie ja fündig zu werden. Und in dieser Region, weit Osten im Syrien, leben vor allen Dingen auch noch recht viele Beduinen. Oder man muss sagen, Halbbeduinen. Also Beduinen, die im Winter, wenn es in Syrien durchaus sehr kalt werden kann, ich habe auch schon häufiger Schnee in Damaskus erlebt, dann leben diese Menschen auch in festen Wohnungen, in kleineren Dörfern. Aber im Sommer oder auch im Frühjahr schon, wenn es wärmer wird, ziehen sie dann mit ihren Herden umher auf der Suche nach Futter und Wasser für ihre Tiere. Und überhaupt, ihr merkt schon, da ist auch, wenn man sich die Gesichter anschaut, ein Unterschied. Also in der Stadt ist es ein anderer Menschenschlag als der, den man weiter im Osten antrifft. Je weiter wir Richtung Irak kommen, sieht man den Menschen auch an, dass sie eben oft in Landwirtschaft arbeiten, viel im Freien sind und eben auch etwas stärker ländlicher und zum Teil eben beduinischer geprägt sind. Kinder sind ja immer ein ganz besonders dankbares Fotomotiv, aber das ist auch wirklich eines meiner Lieblingsbilder, weil ihr müsst euch wirklich vorstellen, ganz im Osten, wo wir sagen würden, ganz einfache Lebensverhältnisse, da habe ich dann in einem Dorf diese kleinen Mädchen getroffen oder die haben eher mich getroffen, hat sich einen riesen Spaß gemacht, vor meiner Kamera rumzualbern. Und aber schaut sie euch an, ich meine, ne, so Struppelhaare, riesen Zahnlücke, Handtäschchen, Stöckelschüchchen, Blumen auf den Schüchchen, also und das wirklich irgendwo ganz weit im Osten, das war schon irgendwie eine ganz herzige Szenerie.
Naja, und dann kommt man, also durch die, man fährt durch die trockene, heiße Wüste, kommt dann an die Ufer des Euphrats, ans Wasser, also da, wo dann plötzlich Leben existieren kann, weil es dort Wasser gibt. Und dann wird einem auch klar, warum man aus dem Alten Testament und auch aus dem Koran diese Region beschrieben wird als das Paradies. Weil Euphrat und Tigris sind ja auch nach dem Alten Testament zwei Flüsse des Paradieses. Weil für die Menschen ist das natürlich das Paradies, das Land, in dem Milch und Honig fließen, weil es dort eben Wasser gibt. Aber im Allgemeinen fährt man so ein bisschen schnurgeradeaus durch die Wüste und kommt dann vielleicht irgendwann an diesem Straßenschild vorbei. Da geht es rechts nach Bagdad, ist in diesen Zeiten auch nicht unbedingt die erste Adresse, wo man hinfahren sollte. Links geht es nach Homs, eine ganz berühmte Stadt in Syrien. Die Bilder, die ihr am Anfang gesehen habt von der Zerstörung, das waren Bilder aus Homs. Homs ist leider eine der Städte, die sehr stark zerstört worden sind während dieses Krieges. Und deswegen lassen wir auch das vorbei. Wir fahren einfach geradeaus weiter und kommen dann nach Palmyra. Das ist sozusagen das Herzstück, das touristische Herzstück von Syrien. Eine riesige Wüstenstadt mitten in der Wüste. Und die liegt auch wirklich mittendrin. Ihr seht hier nochmal die Karte. Da liegt Palmyra, da unten links Damaskus, da oben rechts der Euphrat, wo wir gerade gewesen sind. Und das war vor etwa 2000 Jahren eine riesige Handelsstadt mitten in der Wüste. Und vor 2000 Jahren, das war etwa die Zeit, dass auf der einen Seite die Perser geherrscht haben, auf der anderen Seite waren die Römer, die standen sich sozusagen gegenüber. Und Palmyra war genau an der Grenze, und zwar genau auch an der berühmten Seidenstraße. Und die Araber, das sind die Palmyrener, haben so gute Geschäfte gemacht mit den Persern und mit den Römern, dass da ordentlich die Kasse geklingelt hat. Und deswegen konnten sie dann auch eine riesige Stadt mitten in die Wüste reinbauen. Das sieht, wenn man mal das so sich näher anschaut, sieht es aus wie eine römische Stadt. Aber es ist eine arabische Stadt, die nach römischen Vorbildern gebaut worden sind. Ich bin da unzählige Male gewesen. Ich war früher mal während des Studiums Studienreiseleiter und bin ganz oft als Reiseleiter auch in Palmyra natürlich gewesen. Und an diesem Tor, das berühmte Hadrianstor, das ehemalige Stadttor, habe ich unzählige Male gestanden. Das steht nicht mehr. Das ist zerbombt. Weil ihr habt vielleicht auch von Palmyra schon mal gehört, auch in den Nachrichten in den letzten Jahren, aber vielleicht weniger wegen dieser antiken Stadt, sondern vor allen Dingen, weil Palmyra lange Zeit zum Einflussgebiet des sogenannten Islamischen Staates gehörte. Und die Terroristen des Islamischen Staates, die finden ja alles Sünde, Haram, was nicht islamisch ist, also haben sie auch all das zerstört, was nicht islamisch ist, so wie eben diese berühmte Stadt Palmyra mitten in der Wüste. Auch dieses Theater haben sie zum Teil zerstört und vielleicht habt ihr diese Bilder auch gesehen, es gibt auch heute noch irgendwie im Internet Bilder, wo die Terroristen eben ihre Gefangenen auf dieser Bühne gefoltert oder zum Teil hingerichtet haben. Grausige Bilder, aber wir wollen uns ja genau eben diese Bilder jenseits des Krieges in Erinnerung behalten. Wenn wir von Palmyra sprechen, möchte ich euch Ibrahim vorstellen, ein anderer sehr alter Freund von mir, mit dem ich ganz oft zusammen früher in Palmyra gewesen bin. Ibrahim ist aus Damaskus, spricht sehr, sehr gut Deutsch und er hat mich früher oft begleitet bei meinen Rundreisen durch Syrien. Wir waren eben zusammen oft in Palmyra und er ist ein hervorragender Bildhauer, er ist ein Maler, er ist Dichter. Und als ich ihn fragte, ob er bei unserem Projekt mitmachen wolle, um seine Erinnerungen aufzuschreiben, hat er gesagt, klar, mache ich. Und ich schreibe ein Gedicht. Und dieses Gedicht, das trägt er euch hier mal vor, auf Arabisch. Da muss man auch so den Klang der arabischen Sprache gehört haben. Ihr habt dann unten drunter deutsche Untertitel, damit ihr auch natürlich versteht, worum es da geht. Also Ibrahim mit seinem Gedicht an Palmyra. من كل المدائن أتتك الدروب وسار إليك من أراد طوعا ومن هجر وتلاقت على أعتابك كل القوافل والتائهين والحالمين في سفر يا قبلة التاريخ أنت يا من أنست يا بعل وآخيت الشمس والقمر وأهديت الغريب مقاما نال فيه صلاته والأجر وسكيت له عهدا فيه السلام وفيه الحب والعطر فيه شددت الرحاب لحنا وما تعب عازفه الوتر تناقلت أصدائه كل البوادي ودونتيه على حجر فكم من نخلة رقصت وتمايل سعفها خيرا وأعطت منه لمن وفى ومن نكر لك السلام يا مدينة السلام إن طال الزمان أو قصر فما كنت غير أنت
معبدا يقصده الجان والبشر رحلوا جميعا وما رحلت لك بنيانك والرمل ومعبدك وأندثر إنك باقية خيرا وإن الشر وإن طال يحتضر. Ja, wir verlassen jetzt den Osten des Landes und wir reisen jetzt über den Euphrat hoch in den Norden Syriens und kommen dann vor allem in die Nähe der türkischen Grenze und dort in die große Stadt Aleppo, die zweitgrößte Stadt des Landes. Ähnlich wie Damaskus auch eine Millionenstadt. Und auch wie wir vorhin den Vulkankrater gut erkennen konnten von oben, können wir hier auch schon wieder so eine Oval erkennen. Und das ist die große Bastionsanlage von Aleppo, eine riesige Burganlage, mehrere Jahrhunderte, sogar Jahrtausende alt. Auf diesem Berghügel hat man sozusagen die ältesten Siedlungsschichten dieser Stadt nachweisen können. Also auch in Aleppo gibt es seit rund 6000 Jahren Leben. Das muss man immer wieder betonen, dass Damaskus und Aleppo aus Syrien die ältesten dauerhaft besiedelten Städte der Welt sind. Es gibt nichts Älteres. Und gerade dieser Berghügel, der ist natürlich auch dann weithin sichtbar in dieser ganzen Stadt. Und wenn man dann auf der Zitadelle steht und schaut dann herunter, hat man dann genau dieses Panorama. Man sieht hier unten wunderschöne Cafés, dahinter ist eine Karawanserei und dahinter eine große alte osmanische Moschee. Diese Karawanserei, von solchen Karawansereien gibt es in Aleppo ganz, ganz viel, denn Aleppo ist eben eine alte Stadt und vor allen Dingen eine ganz alte Handelsstadt. Auch für den Handel spielt Aleppo heute auch noch eine große Bedeutung, aber eben auch schon in der Antike. In Aleppo trafen sich damals die Weihrauch- und die Seidenstraße. Deswegen kam auch ganz viel Handel und damit letztendlich auch ein gewisser Wohlstand in die Stadt, den man bis heute noch sehr schön in dem Stadtbild sehen kann, unter anderem auch mit großen Karawanzereien. Aber das, was ihr hier seht, dieser ganze Bereich hier, der existiert leider auch nicht mehr. Aleppo war in den letzten Jahren heftig umkämpft, ihr wisst das vielleicht, und ganz grob gesagt kann man sagen, dass Aleppo zweigeteilt war in einen Ostteil und einen Westteil. Der Ostteil war überwiegend, um das mal so ganz einfach zu subsumieren, in Rebellenhand verschiedenster oppositioneller Gruppen, natürlich auch unter Dschihadisten und Islamisten, aber auch sonstige Oppositioneller. Und der Westen war fest in der Hand des Regimes, unterstützt durch den Iran und durch Russland. Und deswegen gab es sehr viele Kämpfe entlang dieser Grenzlinie und diese Grenze verlief unter anderem auch hier entlang. Und deswegen ist leider auch dort ganz viel zerstört. Aleppo, da sagen auch die Syrer immer, ob es wirklich eine schöne Stadt ist, weiß man nicht so richtig, aber es ist eben eine alte, eine bedeutende Stadt. Die sagen auch selbst, naja, es ist so eine graue Stadt. Wenn man da so runterschaut, schaut man eher so auf so ein graues Einerlei. Aber das ist der Blick auf die Altstadt. Und wofür Aleppo besonders berühmt ist, ist, wenn man hier unten in diesen Eingangsbereich hineingeht, dann kommt man dort hinein, wofür, man kann wirklich sagen, Aleppo fast schon weltberühmt ist, zumindest im ganzen Orient, nämlich für seinen Souk, für seinen Bazar. Der Souk von Aleppo war der größte Souk des gesamten Orients. Rund 11 Kilometer überdachte Gassen gab es dort. Leider schon 2012 gab es auch durch ein Bombardement ausgelöstes Feuer, was auch zum Teil auf die Altstadt übergriff. Großteile dieses Souks sind auch leider heute zerstört. UNESCO-Weltkulturerbe. Und dieses Souk ist genauso, wie man sich einen Souk vorstellt. Diese engen Gassen. In der einen Gasse gibt es vielleicht nur Stoffe. In der anderen Gasse gibt es wieder nur diese berühmten Gewürze des Orients oder eben die Alltagsgegenstände, auch Obst, Gemüse, Fleisch, was die Syrer eben so für ihren Alltag brauchen. Die Syrer gehen noch in den Souks wirklich zum Einkaufen, denn oftmals kennen wir ja die Souks oder Basare von anderen Städten des Orients, die sehr stark auf den Tourismus ausgelegt sind. In Syrien nicht, da war das alles noch sehr authentisch. Auch das hier war ein großer Exportschlag, oder ist es eigentlich immer noch, die berühmte Aleppiner Olivenseife. Es gibt Millionen von Ölbäumen um Aleppo herum und dort wird eigentlich seit vielen Jahrhunderten ganz alle Traditionen die Olivenseife hergestellt. Und zwar wirklich so, wie ihr es hier seht, recht rustikal. Da liegt dann sozusagen diese Seifenlauge oder die Seifenmasse unten. Und dann, wenn sie getrocknet ist oder fertig ist, dann wird sie, man kann sagen, recht rustikal, nach aller Tradition, in so Blöcke geschnitten. Die werden dann aufeinander gestellt zum Trocknen und dann werden sie, wenn sie vorher noch einen Stempel drauf bekommen, dann abgepackt und im gesamten Orient dann
verkauft und zum Teil mittlerweile auch bis nach Europa exportiert. Mittlerweile kann man auch bei uns in Reformläden oder in Bioläden die Alpina Olivenseife kaufen, weil das wirklich ein reines Bioprodukt ist, 100% aus reinem Olivenöl und dann oftmals aromatisiert mit Lorbeer oder mit Lavendel. Das ist dann was ganz Besonderes. Und ich sagte ja schon, Aleppo war oder ist immer noch eine große Handelsstadt. Vorhin die Gassen von Damaskus, das waren auch schöne Gassen, aber sie waren eher ein bisschen schmaler. Die Gassen von Aleppo sind breiter, also man sieht wirklich den Wohlstand dieser Stadt an. Auch diese Hofhäuser, vielleicht erinnert ihr euch noch am Anfang, das Bild von Damaskus mit dem Plätscherbrunnen, ein schöner Hof, aber irgendwie überschaubar in der Größe. In Aleppo sind die Häuser, das sind richtige Kaufmannshäuser, groß angelegt, also hier hat man den Wohlstand gerne gezeigt. Und wenn wir von den Gassen von Aleppo sprechen, will ich euch Nahla Osman vorstellen. Nahla ist auch eine Deutsch-Syrerin. Ihre Eltern kommen aus Aleppo. Sie selbst ist in Deutschland geboren und sie ist eine Juristin, eine Anwältin und politisch auch sehr aktiv und sehr engagiert auch in der Hilfe für Geflüchtete. Also sie hilft Geflüchteten aus Syrien bei ihrem Ankommen hier in Deutschland als Juristin. Und Nahla hat auch für unser Projekt einen, wie ich finde, sehr schönen, sehr persönlichen Text aufgeschrieben über ihre Erinnerungen an ihre Kindheit in Aleppo. Sie sagt immer, ich habe eigentlich gedanklich und mit meinem Herzen meine Kindheit in Aleppo verbracht, weil sie eben auch ganz häufig dort gewesen ist. Und von diesen Erinnerungen erzählt euch Nahla von ihren Gassen in Aleppo. Die alte Gasse in Aleppo, die lange Straße, führte zu dem Ort, an dem meine Eltern aufgewachsen waren. Sie verlief nahe der Zitadelle und wurde als Teil des Weltkulturerbes aufwendig restauriert. Es war immer wunderbar, durch das Geflecht aus Gassen in der Altstadt zu laufen, die für Autos eigentlich viel zu eng waren, durch die sich aber trotzdem immer wieder Taxis durchschoben, die so alt waren, dass man eigentlich gar nicht mehr in den Häusern wohnen konnte und trotzdem spielten immer mindestens ein Dutzend Kinder mit Murmeln in ihnen. Wir besuchten den blinden Onkel meiner Mutter, welcher dort in einem Haus lebte, mit einem Brunnen in der Mitte, mit Tauben auf dem Dach und viele Katzen. Er hatte immer nur einen Wunsch, dass sein Sohn endlich aus dem Gefängnis freigelassen würde. Er träumte jahrelang davon und immer, wenn ich die alten Gassen entlang ging, dachte ich darüber nach, wie ich ihm und den vielen anderen als Juristin helfen könnte. Der Onkel verstarb und sein Sohn kam ein Jahr später frei. Alles wird gut, sagte er immer, nachdem er mich auf die Stirn geküsst hatte, während ich mühsam versuchte, meine Tränen wegzuwischen. In diesen alten Gassen hört man den Gebetsruf des Muezzin und die Kirchenglocken, die lachenden Kinder sowie die Frauen hinter den Türen. Und zu jedem feierlichen Anlass, wie hier auf dem Bild zum Geburtstag des gesegneten Propheten Mohammed, schmücken die Bewohner die Straßen. In dieser Szene verzieren die Worte des großen Dichters Ahmed Schauqi die alten Gassen meiner Eltern. Auch im Kulsum sangen diese Strophen, welche ein Sinnbild dieses Stadtteils sind. So wie das Licht des Propheten alles erhellen würde, leuchten diese Gassen durch die Gemüter und Seelen der Bewohner. Diese alten Gassen in Aleppo, die so viele Menschen passierten, in denen die Geschichte meiner Großeltern und Eltern ihren Lauf nahm, durch die ich immer wieder gerne verträumt lief, in denen ich stolperte und spielte. In diesen Gassen werden auch meine Kinder laufen und träumen lernen. Ja, bevor wir nach Damaskus wieder zurückkommen, machen wir noch einen kleinen Schlenker an die Mittelmeerküste und kommen vor allen Dingen auch nach Latakia. Und ihr seht hier nochmal auf der Karte, weiter im Osten ist das Land eben sehr wüstenhaft. Und je weiter wir in den Westen rüberkommen, je weiter wir ans Mittelmeer kommen, desto fruchtbarer wird dort diese Landschaft. Und auch hier, wie eigentlich im gesamten Land Syrien, findet man immer wieder Spuren der Antike. Und das hier zum Beispiel ist noch älter als römisch, das ist nämlich noch griechisch. Das wurde gebaut von den Nachfahren von Alexander dem Großen, Apamea, eine wunderschöne alte antike Stadt und hier die Kolonnadenstraße.
Und überhaupt, wenn man durch die Landschaften reist im Norden Syriens und weiter auch so im Westen Richtung Mittelmeerküste, kommt man manchmal an Landschaften, die man vielleicht gar nicht unbedingt mit Syrien in Verbindung bringt. Wie zum Beispiel auch hier diese Waldregionen, wo auch die Syrer, so wie bei uns auch, wenn es schönes Wetter ist, was ja häufig in Syrien der Fall ist, geht man in den Wald, man grillt, man picknickt und kommt einfach mit Freunden oder mit der Familie zusammen. Und hier auf der rechten Seite, dieses Bild, wenn wir jetzt nicht über Syrien sprechen würden, ich würde euch fragen, wo habe ich das vielleicht fotografiert? Könnte man ja vielleicht sagen, Toskana, die Zypressen, irgendwie erinnern sie ja so ein bisschen daran. Und wenn man dann auch noch weiß natürlich, dass die Zypressen ja nicht endemisch aus Italien kommen, sondern ursprünglich auch aus dem Orient, nämlich aus dem alten Persien, einst nach Italien gebracht worden sind, dann ist vielleicht auch wenig verwunderlich, dass wir auch in Syrien Landschaften finden, die uns ein bisschen an die Toskana erinnern. Aber dann sind wir in der Hafenstadt Latakia. Und Syrien war ja einige Zeit lang unter französischer Kolonialzeit und Kolonialherrschaft. Und das Land ist eben auch zum Teil sehr frankophon geprägt. Vor allem diese Stadt hier. Man sprach bei Latakia oft vom Côte d'Azur Syriens, also so dieses Laissez-faire, was man so aus Frankreich kennt, findet man auch durchaus in Latakia. Auch mit sehr schönen Parkanlagen direkt am Meer gelegen. Und man läuft dann hier an der Uferpromenade an der Corniche entlang. So nennt man es auf Arabisch, Corniche, aber kommt natürlich auch aus dem Französischen. Und die Syrer lieben das natürlich auch. So am Nachmittag, so dieses mediterrane Flair, was wir ja oft so mit dem Mittelmeerraum in Verbindung bringen, das findet man so ja auch in Syrien. Und die Menschen kommen dann, wenn die Sonne schräg steht, gerne an die Uferpromenade und gehen dort flanieren oder treffen sich dort mit anderen Freunden. Man trinkt was zusammen, man schnackt zusammen, so wie auch diese älteren Herren, die wahrscheinlich auch sich irgendetwas Amüsantes zu erzählen haben. Alle treffen sich dann dort an der Stadt. Oder so wie dieses junge Pärchen hier. Sie telefoniert vielleicht mit einer Freundin, eher ganz gedankenversunken, raucht eine Argile oder eine Shisha, eine Wasserpfeife und sie genießen einfach so dieses Flair am Mittelmeer. Genauso wie dieses verliebte Pärchen, die so heftig miteinander geflirtet haben und so aufeinander konzentriert waren, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass ich sie fotografiere. Was man in Latakia auch oft sieht und wie auch in vielen anderen Städten Syriens, das sind manchmal noch so diese typischen arabischen Männercafés. Die gibt es dort auch noch. Das sind jetzt keine Cafés, in denen Frauen nicht rein dürften, aber da sind die Männer so ganz gerne ein bisschen unter sich. Es gibt ja auch, wenn man so will, reine Frauencafés oder, wie wir es vorhin gesehen haben, Cafés, die auch gemischt sind. Aber trotzdem kann es mal passieren, dass eine Frau in so ein Männercafé hineingerät. Und da kommen wir auf Ahlam Randuda zu sprechen. Ahlam ist auch eine Deutsch-Syrerin. Ihre Mutter kommt aus Deutschland und ihr Vater aus Syrien. Es gibt in Syrien eine einzige kleine Insel. Das ist so eine winzige Insel, da mag man schon gar nicht richtig von Insel sprechen. Da kommt ihr Vater her. Und ihr Vater ist vor Jahrzehnten ausgewandert nach Deutschland und lernt dann eine Ostfriesin von einer Hallig in der Nordsee kennen. Also sagen zwei Insulaner Herzen schlagen so ein bisschen in ihrer Brust. Und Ahlam, also die Verwandten, leben in Latakia und deswegen war sie ganz häufig dort zu Besuch, vor allem mit ihrer Schwester. Und da ist Ahlam mal in so ein Männercafé hineingeraten. Und warum sie da hineingeraten ist und was ihr da passiert ist, das erzählt sie euch. Im Hochsommer 2010 war ganz Deutschland im Fußballfieber. Und die Euphorie erreichte natürlich auch Syrien. Hamdullah Assalama, Gott sei Dank. Denn meine Schwester Nada und ich waren am Tag des Deutschlandspiels gegen Australien nach Syrien in den Urlaub geflogen. Die Landung in Damaskus war just in time. Dann schnell ins Taxi zum Busbahnhof. Welcher fährt denn hier bloß nach Latakia? Gerade angekommen liefen wir direkt in Richtung Corniche al-Janoubi. Wir dachten, im stylischen Café View oder im Beauty würde sicher irgendwo das Spiel übertragen werden. Doch so weit brauchten wir gar nicht gehen. Schon im ersten Lokal, dem ältesten typisch arabischen Männercafé an der Corniche, waren die Besucher lautstark am Jubeln. Wir lugten von der Straße aus nur kurz in Richtung Fernseher und schon zog uns der junge Kellner ins Café hinein. Wir wehrten als halbwegs gut erzogene Muslimas ab, doch keine Chance. Er hatte uns wohl an der Nasenspitze angesehen, dass wir aus Almania waren, denn alle, also wirklich alle, waren in diesem Sommer für das deutsche Team. Sämtliche männlichen Gäste wurden einfach ein paar Reihen nach hinten gesetzt, wir in die erste Reihe verfrachtet, direkt vor den riesigen Flachbildschirm. Dann hielt mir der Besitzer plötzlich ein Handy ans Ohr. Dran war sein Cousin aus Frankfurt. Der fragte, hey, ich kenne euch leider nicht, aber mein Cousin ist der Besitzer hier und will wissen, ob ihr irgendwas braucht. Irgendwas zu essen, was zu trinken. Wir waren begeistert und es war ein toller Fußballabend. Ganz Latakia war in Schwarz-Rot-Gold. Und der Autokorso der hupenden Nobelkarossen an der Corniche nach dem gewonnenen Deutschlandspiel war ein echtes Erlebnis. Das Bild ist ein Abbild dieses Sommers an der zugegebenermaßen modernen und wohlhabenden Westküste. Aber das ist das Syrien, wie ich es kenne.
Kein Gedanke an Krieg, radikal-islamische Rebellion, ein rückständiges Frauen- oder Menschenbild, sondern einfach nur Sommer, Sonne, Spaß und manchmal ein bisschen Dekadenz. Tja, Sommer, Sonne, Spaß, manchmal ein bisschen Dekadenz. Und am Ende sind wir wieder in Damaskus angekommen. Und das Bild hatte ich euch vorhin schon mal gezeigt. Und ich zeige es euch nochmal ganz kurz von dem Hausberg von Damaskus. Weil das ist das Bild, oder sagen wir mal, mein letztes Bild, das ich 2011 in Syrien gemacht habe, ohne dass ich das wusste. Das war im März 2011. Das war so die Zeit des arabischen Frühlings. Und das war wirklich noch die Zeit, wo ich auch mit Freunden in Syrien gesprochen habe und gefragt habe, eher so spaßeshalber, nach wann geht es denn bei euch los? Und das wurde einfach so ein bisschen fast weggelächelt, weil sich niemand vorstellen konnte, dass das auch mal auf Syrien übergreifen würde. Und das muss uns auch mal klar sein, dass ja sozusagen, das war die Zeit, als schon Ben Ali in Tunesien gestürzt war, Mubarak in Ägypten. Und irgendwie hätte man vielleicht vermuten können, auch in Syrien. Aber meine Freunde und auch ich waren davon überzeugt, in Syrien niemals. Und jetzt, 8 Jahre später, erleben wir eben diesen fürchterlichen Krieg, den niemand im Grunde genommen für möglich gehalten hätte. Und das müssen wir uns mal nochmal klar machen. Wir haben ja also bis 2011 lebten rund 22 Millionen Menschen in Syrien. Mittlerweile sind über 500.000 Menschen ums Leben gekommen in diesem Krieg. Über die Hälfte der Bevölkerung ist auf der Flucht. Davon 6 Millionen innerhalb Syriens, an den Binnenflüchtlinge, 5 Millionen im Ausland. Und die allermeisten Flüchtlinge sind in der unmittelbaren Nachbarschaft des Landes. Das muss man sich nochmal klar machen, weil wir oft, ne, ihr kennt das vielleicht auch, wenn man so mit Flüchtlingszweiflern oder Flüchtlingsgegnern spricht, die immer fragen, warum kommen eigentlich die ganzen syrischen Geflüchtete alle zu uns, nach Europa oder nach Deutschland? Warum machen die Länder da unten nichts? Doch, machen sie, ganz entscheidend. So viele Menschen leben in der unmittelbaren Nachbarschaft in Flüchtlingslagern. Das muss einfach nochmal wirklich klar sein. Und mittlerweile ist es leider so, dass rund 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Und wie es oft so der Fall ist, natürlich die meisten, die darunter zu leiden haben, in Kriegen und in Konflikten, sind halt wie immer die Flüchtlinge, die Kinder in dem Fall. Und ich möchte deswegen auch das Schlusswort einem Syrer überlassen, nämlich ihm hier, Firat Ashatir. Das ist ein Syrer, ein Filmemacher, ein Fotograf, der auch vor einigen Jahren geflohen ist. Der hat nämlich auch im Krieg gekämpft auf der Seite der Opposition, er war in der Opposition tätig, wurde inhaftiert, wurde gefoltert und sowohl von Islamisten als auch von den Truppen des Regimes. Und ihm gelang ihm dann die Flucht vor 5 Jahren. Er lebt mittlerweile bei uns hier in Berlin, einige Straßen von uns entfernt. Und Firas hat auch, wie ich finde, einen sehr schönen Appell an uns alle aufgeschrieben und vor allem an eine ganz bestimmte Adresse in Damaskus. Und das ist das Schlusswort von Firas Ashatir, auch auf Arabisch. يستطيع أن يقصف ويستطيع أن يدمر ويهجر ويقتل لكنه عاجز عن كسر تلك الابتسامة المفعمة بالحيوية والأمل فكل البشر يبتسمون بذات اللغة. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und mir zugehört habt. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.